Mikrofon und der geilen Kartendesigns, ich grüße euch. Einen wunderschönen guten Morgen. Bei mir ist es gerade 6.42 Uhr und Tom S07, ich wünsche dir alles, alles Gute zum Geburtstag, wenn du das gerade siehst. Timo hat das gerade in die Gruppe geschrieben. Alles, alles Gute, ihr könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben. Wisst ihr, was das für ein geiles Gefühl ist, endlich wieder Seite auf Kontostand zu haben? Ey, der Wald ist jetzt weg, ich fühle mich wieder wie neugeboren. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so fühlt. Nach Friseur ist gleich ein neuer Mensch wurde geboren. Hi, ich bin's Pato. So, und bevor es weitergeht mit dem Video, meine Freunde, ja, ich würde jetzt mal wenn du jetzt bei diesem Punkt angelangt bist, hinterlässt du ein Däumchen nach oben. Danke geht raus. Und ja, Leute, wie es der Titel schon sagt, welche Kartendesigns werden uns noch in FIFA 20 erwarten? Ich war extrem interessiert, wie sieht der Recordbreaker aus, wie sieht der Hero aus und so weiter. Und ich kann euch eines sagen. Alter, Leute, uns werden noch so geile Kartendesigns erwarten. Das ist zu krass. Slabi, für viele aus Deutschland eine Bremer Legende. Ich liebe dich, Slady. Grüße gehen raus. Da sieht man ja noch die ganzen Standardkarten. Gold Rare, Gold Non-Rare, Silver Rare, Silver Non-Rare. Genau diese Karten, die haben wir alle schon gesehen. Bronze, Bronze Non-Rare, Gold Inform. Auch da muss ich sagen, diese Kleinigkeiten da hinten, mir gefällt das extrem. Diese Inform-Karten, Silver natürlich, Bronze. Icon haben wir auch schon gesehen. Boah, Slady Icon-Karte, sieht ja unnormal gut aus. Jetzt kommt ein Kartentyp, der wird heute zu sehen. Meine Freunde, da stelle ich euch jetzt die Frage, soll ich am Abend streamen und die öffnen oder soll ich ein Video darüber machen? Ihr könnt euch das echt aussuchen, schreibt es in die Kommentare und schreibt noch in die Kommentare, welches Kartendesign gefällt euch am besten. Ich schwanke zwischen der Flashback-Version und noch einer, zu der kommen wir gleich. Aber so wird dann die Foot Champions Goldkarte aussehen, da muss ich auch sagen, sehr, sehr edel, sieht sehr, sehr gut aus. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, die von FIFA 19 gefällt mir ein Ticken besser mit diesen goldenen Streifen hinten. Aber ich weiß nicht, ich mag das so, glaube ich, ein bisschen mehr. Also mir gefällt es unnormal. Ich denke, das Rot hat sich auch leicht verändert. So sieht Silber aus und so sieht Bronze aus. Und da ist schon die erste, meiner Meinung nach, richtig schöne Karte, die Heroes-Karte. Ich vergleiche das jetzt nochmal ganz kurz mit FIFA 19, Leute. Wo ist denn die? Übrigens, die hat man nie gesehen, glaube ich, oder? In FIFA 19, Dark Green. Diese Karte, dieser Kartentyp sagt mir auch nichts. So sah Hero in FIFA 19 aus, also muss man auf jeden Fall sagen, deutlicher Unterschied und deutlich besser. Und da ist eine, da schwanke ich jetzt. Was ist die schönere Karte? Die Flashback-Karte oder die Record-Breaker-Karte? Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Alter, ich finde, die sieht echt ziemlich edel aus. Wobei, wenn ich das jetzt nochmal das zweite Mal sehe, muss ich sagen, dass die Flashback-Karte schon noch ein bisschen schöner ist, ne? Weil dieses gepixelte, das sieht so geil aus. So sah das übrigens in FIFA 19 aus. Also ist eigentlich, ja, man muss auch schon sagen, hier deutlich schöner, deutlich geiler das Kartendesign. Nächster Award-Winner. Da könnt ihr mir jetzt mal reinschreiben, wann denkt ihr, kommt diese Karte? Award-Winner. Ich weiß nicht, irgendwie, glaube ich, so Play of the Year, irgendwie sowas, würde ich meinen. Aber auf jeden Fall die Karte von den Farben, das passt so gut zusammen, die Kombination, sieht auch extrem gut aus. Nächste Karte ist die Pro-Player-Karte. Professionelle Spieler können eine eigene Karte anfordern. Da ist, glaube ich, jeder Kartenset auf 99, so wie hier jetzt, also das wäre so eine richtige Junuzovic Pro-Player-Karte. Aber ich glaube, schauen wir nochmal ganz kurz, nahezu unverändert. Nur halt dieser FIFA 20-Effekt ist drinnen. Okay, krass. Schauen wir uns die nächste Karte an. Die kennen wir schon, Once to Watch. Da muss man aber auch sagen, gegenüber vom letzten Jahr ist es ein deutliches Upgrade, Alter. Guck das an. Was ist das für eine geile Karte? Also, okay, ich muss schon sagen, ich glaube, ich habe mich einfach satt gesehen gehabt von dieser Once-to-Watch-Karte. Also Flashback, Once-to-Watch und Record Breaker sind bis jetzt die schönsten Designs meiner Meinung nach. Aber wir haben ja noch nicht alle gesehen. Also Once-to-Watch, Squad Building Challenge. Auf jeden Fall eine SBC-Karte, wie es der Name schon sagt. Oder warte, nee, eher. Denkt ihr, es ist eine SBC-Karte? Man denkt, da kommt diese Karte zum Einsatz. Vielleicht gibt es hier noch mal ein Beispiel. Liegen-SBC-Karte war das, oder? War Violett nicht Liegen-SBC? Dann kann ich mir vorstellen, dass es so eine Art Battle Pass
Spaß-Version werden wird, wie man das besser haar sieht. Weil ihr wisst ja, die Ligen-SBC, die gibt es wieder so in der Form nicht geben. Das wird so eine Art Battle-Pass sein, wo man sich quasi diese Karte erspielen muss. Ich glaube, das wäre dieser Kartentyp. Kann ich mir gut vorstellen. Das sieht nach... Ist das eine... Das ist das, ja, die Premium-SBC. Man kann eigentlich schon fast sagen, wie eine End-of-Era-Karte. Oder ist es sogar die End-of-Era-Karte? Sieht, glaube ich, so aus, ne? Ich glaube, so sah die End-of-Era-Karte letztes Jahr aus. Alter, FIFA 19 ist erst... FIFA 19 ist noch nicht mal 3 Wochen auf dem Markt. Und man vergisst schon quasi die Kartentypen von FIFA 19, für was man die eingesetzt hat. Objektiv Reward, das ist, glaube ich, diese Karte, wie es besser H ist. Ist nicht diese Battle Pass Karte. Ihr könnt mich da auch auf jeden Fall korrigieren, aber diese Karte sieht auch sehr, sehr gut aus. Erinnert mich aber an, glaube ich, FIFA 18 Wants to Watch irgendwie, ja. Play of the Month Bundesliga haben wir schon gesehen. Sieht auch ziemlich geil aus. Wie hat es letzte Saison ausgesehen? Ja, deutliches Upgrade. Man glaubt gar nicht, was so diese Hintergrundgeschichten und dieses eine kleine Logo da ausrichten, ne? Ich finde, das sieht dann noch um einiges besser aus. Ich glaube, vom Farbton her hat sie sich auch leicht verändert. Aber ich finde, es sieht sehr, sehr geil aus. Play of the Month, Premier League kennen wir auch schon, kennt ihr alle schon, haben wir schon gesehen bei Pookie. Und dann muss ich auch sagen, FIFA 20 sieht deutlich besser aus, ne? Viel, viel besser. Das ist wirklich, Leute, die ist so geil, die Karte. Also dieser Kartentyp, Alter. Guckt das an. Ich glaube, ich muss mich umstimmen. Dieser Kartentyp ist mit Alltime bis jetzt die geilste. Wirklich. Ich glaube, da war es nur, ja, in Braun gehalten, keine Ahnung. Aber guckt mal, wie die sich verändert hat. Das ist so eine Karte, die hat sich so mit am meisten verändert. Nicht nur von der Farbe her, sondern auch grundsätzlich da, mit was man da plötzlich arbeitet. Unnormal geile Karte. Muss man schon sagen, Flashback-Karte. Die haben wir auch schon gesehen. Die hat sich nicht verändert gegenüber vom letzten Jahr, die Champions League-Karte. Da sehe ich eine Champions League SBC. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Aber irgendwie sieht die aus... Ja, die sieht eigentlich auch fast aus wie eine Premium-SBC, ne? Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie man die bekommen wird. Vielleicht, wenn Team of the Group Sale oder so ist, dass man quasi so eine Champions League-Karte machen kann. Oder vielleicht ja... Statt eine Flashback-Schweinsteiger plötzlich so eine Karte. Mal gucken, wann die eingesetzt wird. Also das waren auf jeden Fall jetzt die Karten. Das sind auf jeden Fall jetzt diese Karten, die man so noch nicht gesehen hat, aber jetzt kommen werden. Da fehlen aber hier, wie ich jetzt noch sehe, noch einige Karten. Trotz Karten. Aber Leute, da fehlt noch was. Ich weiß aber nicht, warum die eine Seite die nicht drinnen hat. Player of the Month vom MLS. Sieht auch ultra geil aus. Gefällt mir unnormal. Hier habe ich von Martinez, genau. Von Martinez habe ich diese Karte. Aber wie gesagt, da fehlen noch einige Karten. Foot Birthday, Carnival, Headliners, Future Stars. Falls wiederkommen werden, Headliners und Future Stars. Da bin ich ultra gespannt. Aber ich weiß nicht, was es mit diesen Kartentypen auf sich hat. Eventuell wäre es vielleicht so eine St. Patrick's Karte gewesen. Wobei ich habe gesehen, ja, die hätte so ausgesehen oder hat so ausgesehen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es St. Patrick's Karten gab. Aber ja, wenn ich mir jetzt von all denen eine Karte rauspicken würde, ist das ganz eindeutig die Flashback-Karte. Die sieht einfach geil aus. Aber was ist euer favorisierter Kartentyp? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Und auch, ob ich heute streamen soll, die Rewards für Champions. Oder ob ich ein Video rausballern soll. Haut es einfach alle in die Kommentare. Daumen nach oben, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Hinterlasst gerne ein Abo, solltet ihr neu sein. Ciao!